Und Trader hier um pünktlich 8:30 mit den heutigen Handelsideen in Euro, US-Dollar, Silber, nein, Gold ist es, Gold, das Edelmetall Gold und US-Dollar, südafrikanischer Rand. Das sind die drei Charts, wo ich heute mal den Blick mit Ihnen zusammen reinwerfen möchte, ein paar Handelsideen mit Ihnen gemeinsam besprechen möchte und das Ganze natürlich hier live auch mit der Einladung verbunden. Wenn Sie mögen und einen Wunschchart analysieren wollen, dann lassen Sie uns das Ganze ruhig hier im Chat von Facebook auch tun. Ludger Alexander, einen wunderbaren guten Morgen von meinem Handelsbüro. Hier scheint heute die Sonne, die Vögel zwitschern. Ist so ein kleines bisschen wie ein Frühlingserwachen nach ein paar Tagen mit viel Grau am Himmel. Also alles gut hier und wir schauen dann direkt in die Charts hinein. An den Börsen gibt es ja einiges auch an Bewegung und Sie wissen, dass der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, Ihr investiertes Kapital zu verlieren und damit rein in die Tagesplanung. Wie immer in dieser Woche wenig Nachrichten. Also, da brauchen wir nicht viel an Vorbereitung. Zumindest, das sage ich auch immer dazu, bitte, wir schauen jetzt hier auf die wichtigsten im Euroraum und in der USA. Es gibt viele, viele andere Notenbanken, viele, viele andere Länder. Wenn Sie andere Währungen traden, ist es ganz wichtig, dass Sie die Nachrichtenlage der anderen Länder bitte auch immer mit auf der Uhr haben, weil das Ganze kann natürlich hier zu Verwerfungen bzw. deutlichen kurzfristigen Kursausschlägen in den Charts auch führen. Morgen, Elena. Was steht heute auf der Uhr? Die Nachteile, ja, das ist erledigt. 3:15 Uhr, 4:35 Uhr, FOMC-Mitglieder haben gesprochen. Da kümmern wir uns jetzt nicht wirklich drum. 14:30 Uhr gibt es aus den USA den Erzeugerpreisindex für den Monat September. Wichtige Geschichte, Thema Inflation, wir haben drüber gesprochen. Heute Abend, ganz spät am Abend, 22:30 Uhr gibt es die API Rohöllagerbestände und um Mitternacht spricht dann FOMC-Mitglied Bostic. Also auch da könnte es unter Umständen ein bisschen Bewegung geben, aber davon bekommen wir hier nichts mehr mit. Um solche Zeiten tradet von uns kein Mensch. Da bedienen wir uns anderer Dinge, die wir vorhaben. Wenn es dort heftige Sachen gibt, dann wird man das im Tagesverlauf morgen merken oder vielleicht schon in der Nacht, wenn die Asiaten den ein oder anderen Trade dann dadurch ausführen. Lassen wir uns mal überraschen, das ist morgen. Wir schauen in das heute und damit rein in die Charts hier. Sie sehen offen momentan, was haben wir? Euro, US-Dollar. Fangen wir gleich mit Euro, US-Dollar an. Unsere Leitwährung hier in Europa. Was sehen wir? Sie sehen hier, ich habe es für Sie mal eingezeichnet. Wir haben jetzt weiterhin eine Situation, wo der Markt, ja, er schwankt hin und her. Irgendwo zwischen hier oben die 1,176, entschuldigen Sie bitte, 1,17864, ich muss das doch mal anders färben hier, dass wir das besser lesen können. Ich glaube, das macht Sinn. Ich habe das gestern mal ausprobiert für die visuelle Darstellung in dem Blogbeitrag. Aber ich glaube, wenn ich das Ganze mit schwarz mache, sieht man das deutlich besser. Das heißt, das werde ich dann auch wieder so weit abändern. Das kann man die Zahlen deutlich besser lesen. Es ist halt immer so eine visuelle Geschichte, die man da in dem Moment haben muss. Also, nichtsdestotrotz, wir haben hier oben diesen Bereich, diesen Widerstandsbereich. Da liegt um die 1,17,88, 1,17,9 in diesem Bereich. Sie sehen, hier oben ist der Markt dran gedutzt, hat hier dann den Schub nach unten gefunden. Und hier in diesem Bereich, wo kommt diese dicke grüne Linie her? Wir sehen es gerade nicht. Die mache ich mal den Screen etwas weiter zusammengezoomt. Schauen wir mal, hier an diesem Bereich, da hatten wir hier so das alte Top, also aus dem Jahr 2000 und wann war es gewesen? 16. Da sind wir hier im Jahr 2017 drüber gelaufen. Es hat aber ein bisschen gedauert, also ein bisschen Test war hier auch gewesen. Dann sind wir drüber geschoben. Das heißt, das war hier Widerstand. Dieser Widerstand ist das Thema Unterstützung hier geworden. Hier lief der Markt, wann war es gewesen? August zwar ein ganzes Stückchen drunter, das Tief war hier bei 1,13006, aber er schob dann direkt wieder mit nach oben und hat hier oben so ein bisschen die Hochs um diesen Bereich rausgenommen, um dann wieder runter zu drehen. Und jetzt stehen wir wieder in dieser Zone und Sie wissen das ja, an diesen Zonen entstehen Spannungsumfelder und die Spannungsumfelder, die können entsprechend für Bewegungen sorgen im kurzfristigen Bereich. Im kurzfristigen Bereich heißt das, jetzt gehen wir mal wieder weiter rein, dass wir das, was wir gestern gesehen haben, kurzfristig auch gut und gerne zum Traden nutzen können. Wir haben es hier erlebt, der Markt ist reingetaucht in diesen Unterstützungsbereich und dann intraday komplett wieder hochzuschieben. Und wenn sich das Ganze jetzt bestätigt,
Dann haben wir kurzfristig hier oben direkt vor der Uhr sozusagen die 1.15.304, ein Widerstandsbereich, ein Band hier. Das war der Bereich gewesen, wo wir sozusagen diesen Aufwärtstrend, den wir hier gesehen haben, gebrochen haben. Das ist ein Bereich, da muss ich nicht gleich stark nach oben nehmen lassen. Also deswegen ist das so ein leichtes Widerstandsband. Was haben wir aber nach oben? Nach oben, wir blicken ja nicht nur auf Widerstandsbänder, sondern im kurzfristigen Trading gucken wir auch sehr, sehr gerne auf Tageshochs. Und wir haben hier entsprechend kurzfristig innerhalb dieses Bands beziehungsweise um dieses Band herum die Tageshochs liegen vom 8.10. vom, was ist das, der 5. und der 4.10. Wobei der 4. irrelevant ist, aber hier haben wir die Tageshochs von 1.15.282 beziehungsweise hier in diesem Bereich von 1.15.482. Das sind Dinge, die kann der Markt gerne auch mal anlaufen. Wenn danach weitere Kaufstärke in den Markt kommen sollte, dann haben wir hier oben noch ein paar Tageshochs liegen, das habe ich für Sie auch mal noch mitmarkiert, bei 1.15.938 und 1.16.745. Das sind mal die Tageshochs, die wir hier sozusagen in diesem Bereich mit liegen haben. Auf der anderen Seite, wenn es dieser Markt nicht schafft, oben reinzulaufen, dann wird, denke ich, auch relativ schnell klar, wo die Reise hier hingeht. Dann geht die Reise erst einmal wieder nach unten, halt unter diese Unterstützung, die wir hier haben. Da haben wir Tagestiefs auch liegen, hier diese beiden Tagestiefs, die wir dann im Markt haben bei 1.13.931 und 1.13.657 hier, bevor wir dann auf die 1.13.006 hier dieses Tief, was dann diesen Umschwung bewirkt hat, erneut auch anlaufen können. Also lassen wir uns mal überraschen, was in diesem Bereich hier möglich ist. Interessant ist momentan zu sehen, dass der DAX von dieser Dollarschwäche beziehungsweise von dieser Euro-Schwäche nicht wirklich profitieren kann. Die laufen momentan relativ gleich. Also wenn Sie sich mal gestern die Tageskerze hier vom Euro anschauen und wenn wir uns mal kurz anschauen, die Tageskerze vom DAX, wenn wir das mal hier mit reinziehen, das war der falsche Klick, so, hier den DAX, gucken Sie mal, hier die Kerze gestern, bam, hoch, Level unten, 11.800, angedutzt, ab, ging es nach oben und jetzt hier die Folgekerze an dieser Stelle läuft auch leicht hoch, also da haben wir momentan einen Parallellauf, was eigentlich relativ ungewöhnlich ist, im Normalfall haben wir hier die Situation, dass ein schwächerer Euro dem DAX hilft und ein stärkerer Euro eher gegen den DAX arbeitet. Wir sehen es momentan auch andersrum. Sehen wir auch im Öl momentan, der Dollar wird ja stärker, der Ölpreis steigt trotzdem. Also alte Korrelationen werden momentan hier an dieser Stelle nicht so gespielt, wie wir das gewohnt sind. So, dann schauen wir mal zum Preis vom Gold, vom Chart, in den Chart mal rein. Wir haben den Goldpreis ja vor einer Weile schon gehabt, wo wir gesehen haben, jetzt scheint der Markt hier wirklich nach oben raus zu wollen. Wir hatten ja hier diesen schönen Schub nach oben gehabt und danach gab es hier diesen leichten Abwärtstrendkanal. Also diese Geschichte hier, hoppala, das war wieder falsch. So, na komm her. So, hier diese Geschichte, die wir hier an dieser Stelle hatten. Diese kanalförmige Korrektur sozusagen, dieses starken Anstiegs, da gab es dann den Ausbruch, das hat sich auch alles relativ gut am Anfang entwickelt, aber diese Dynamik, die sich hier nach oben hin aufgebaut hat, die ist wieder komplett abgeflacht. Wir haben hier oben eine fallende Widerstandslinie, wir haben unten die Marke von 1.182 US-Dollar für die Feinunze Gold und das ist eine Marke, da ist der Markt, Sie sehen es hier, aufgestoßen, hochgelaufen, hier aufgestoßen, hochgelaufen, gestern bzw. vorgestern sind wir hier auch wieder aufgestoßen, hochgelaufen, was sich jetzt hier im kurzfristigen Bild ergeben kann, ist die Tatsache, dass wir wieder einen Abprall sehen und für das kurzfristige Trading hier ein Stück weit hochlaufen können. Hier, da werden mal die oberen, die oberen Kurse um diese Widerstandslinie hier oben, die nächsten, die hätten wir bei 1.204 bzw. 1.206 US-Dollar für die Feinunze in diesem Bereich. Das wären mal die Marken hier, wenn ich das mal kurz etwas größer machen kann. Da sieht man es besser. Also hier das Tageshoch und dann das hier. Also wir haben ja einige Tageshochs aneinander liegen, die wir hier entsprechend anlaufen können. Also drei Stück sind es dann an der Zahl. Die liegen hier nach oben und der Markt hat das Potenzial dahin zu laufen. Allerdings, und das ist jetzt wichtig, das sind jetzt, wenn wir uns mal sozusagen mal die Stunde anschauen, es ist halt wichtig, dass wir hier unten sehen, was hier passiert. Und jetzt tingelt der Markt so ein ganz kleines bisschen leicht nach oben. Das heißt, hier in diesem
sag ich mal, doch relativ zähen Umfeld ist es halt für aktive Trader gut möglich, dass man einfach sagt, okay, man springt hier unten irgendwo rein und nimmt aus den kleinen Zeiteinheiten wirklich ein Stück des Weges mal mit. Ich gehe da mal in die 5 Minuten rein, damit wir uns das mal kurz anschauen können. Hier, Sie sehen es, da war der Spike und danach geht der Markt ein Stück weit nach oben, schiebt wieder runter und dann so Stück für Stück. Also das ist jetzt nicht so, dass man hier gute Trends zum Traden sieht, sondern das ist einfach Wahrscheinlichkeitstrading, dass der Markt nach oben läuft. Trader nicht. Das heißt, diese Schwankungsspanne wird immer kleiner, aber nichtsdestotrotz, die Bewegung, die ist halt da. Und das ist auch das, was wir im Tageschart sehr, sehr gut sehen können. Diese Spikes, die dort entstehen in diesem Bereich, die führen zur Entstehung dieser Lunden bzw. Dochte, die wir hier an diesen Kerzen immer wieder sehen, also diese Schatten. Und das sind so Sachen, da werden halt einfach, ja, Marken abgeholt und dann läuft der Kurs wieder in die Gegenrichtung rein. Das passiert häufig durch Spikes und deshalb ist es doch interessant, wenn man in diesem Markt unterwegs ist, sich wichtige Level rauszusuchen, wichtige Widerstands- und Unterstützungslevel, die kann man auch im Stundenchart finden und das Ganze dann entsprechend als Marke zu nehmen, wo man einfach sagt, okay, an der Stelle gehe ich jetzt long oder an der Stelle gehe ich short, um einfach von einer möglich anstehenden Bewegung, die nur kurzfristig dauern kann, profitieren zu können. Das heißt, das ist jetzt mal hier im Gold, wie schon gesagt, die Unterseite bei 1182, da sind wir jetzt ein bisschen weit entfernt. Oben liegt halt der Deckel momentan drauf und da gibt es halt Schwankungsbreite dazwischen und das kann für aktive Trader immer wieder gut sorgen, dass der Markt nach oben oder unten steigen kann. Das heißt, das Szenario, was sich hier entwickeln könnte, ist unter Umständen wirklich, dass man nochmal nach unten läuft, nochmal aufsetzt und wieder hoch. Das heißt, das Tagestief von gestern sozusagen anläuft und dann wieder ein Stück weit hochzulaufen, kann hier alles passieren in dieser Range. In dieser, naja, sag ich mal Range, es ist ja irgendwo ein Range, hier haben wir den Boden, oben den Deckel drauf, auch wenn der Deckel mittlerweile leicht abfallend ist. Aber wenn der Markt doch schwächer werden sollte und diese Linie hier bricht, dann ist natürlich wieder die Tendenz gegeben, dass wir diesen übergeordneten Abwärtstrend nach unten fortsetzen. Wir sehen ja hier eine gähnend langweilige Korrektur sozusagen. Also das ist jetzt ein Markt, der zieht mich jetzt auf Tagesbasis nicht unbedingt vom Stuhl runter. Aber wenn die Marke hier unten bricht, das könnte dann für Dynamik sorgen, weil bisher waren hier immer Käufer noch da, die aufgefangen haben. Wenn die plötzlich weg sind, dann kann das für einen Kursrutsch sorgen. Hier haben wir dann das nächste Tagestief unten liegen bei 1171 Dollar und dann hier 1160, das Tief, wo der letzte Schub nach oben stattgefunden hat, wenn man sich das mal anguckt. Und wenn das dann erreicht wird, dann schauen wir mal eben in den Wochenchart, was da nach unten am Potenzialen da ist. Dann liegen wir nämlich hier das aktuelle Tief bei 1160 und dann geht es schon nach unten hier. Also der Ruck hier weg auf das Tief 1160 und dann steht ein Wochentief an. Und zwar ist das das Wochentief aus dem Januar 2017 und das haben wir liegen um die Marke von, lassen Sie mich schauen, um die Marke von 1146 Dollar. Also da ist einiges an Luft, einiges an Potenzial, was der Markt nach unten abräumen kann, wenn das Ganze hier so weitergeht. Und Sie sehen, wie schwach dieser Markt momentan ist und ein Bruch kann dann halt dafür sorgen, dass es hier wieder mal einen Schub auch nach unten gibt, wenn der Bruch nach unten tatsächlich kommt. Über Oberseite möchte ich momentan überhaupt nicht mutmaßen. Da sieht ja mir der Markt aus meiner Erfahrung heraus einfach viel zu schwach aus, wenn man sieht, was hier oben immer passiert. Das heißt, wir sehen jetzt hier an dieser Stelle, dass die Händler diese höheren Preise immer wieder dazu nutzen, zu verkaufen, auf den Verkaufknopf zu drücken sozusagen. Und das macht da keinen Sinn, hier jetzt schon zu sagen, okay, wir gehen mal auf die höheren Preise. Ich sehe das rein vom Verhalten der Händler hier am Markt überhaupt nicht. Die Oberseite wird immer wieder dazu genutzt, zu verkaufen. Die Unterseite ist momentan noch relativ stabil. Hier wird sich dann wirklich zeigen, was am Ende bei dieser Unterstützung um die 1180 Punkte passieren wird. Das lässt uns die Zeit in Kürze, nehme ich mal an, auch wissen. Gut, damit weg vom Gold und dann in eine, ja, wieder mal etwas exotische Währung, aber auch mit Exoten kann man entsprechend Geld verdienen, wenn die Chartsituationen es hergeben. Wir schauen, wie ich das gerade avisiert habe, jetzt mal auf den US-Dollar südafrikanischen Rand. Interessant, was hier passiert. Den hatten wir vor kurzem auch schon mal. Ein Kundenwunsch oder ein Zuschauerwunsch hier gewesen, diesen Markt zu analysieren. Was haben wir hier? Was haben wir hier gegeben? Wir haben, Sie sehen es hier, entsprechend diesen Aufwärtsschub. Jetzt haben wir hier die ganz tiefe Korrektur gesehen. Wir haben hier unten im Bereich der 14 ZAR eine Unterstützung liegen, wo der Markt hier unten auch aufgestoßen ist und dann sehr, sehr stark und dynamisch nach oben gelaufen ist. Er hat dann hier oben im Bereich um die 15.067.50 einen Widerstand gefunden und gestern halt oben reingelaufen und dann sehen Sie, was passiert ist. Massiv
abverkauft, die letzten Tagestiefs komplett mit abgeholt. Das heißt, das war schon ein sehr, sehr dynamischer Schub nach unten. Und hier an dieser Stelle kann jetzt wieder können zwei Dinge passieren. Zum einen ist hier diese Unterstützung im Markt, das zoome ich jetzt gleich mal etwas näher ran, damit wir das Ganze auch gut sehen können. Und ich glaube, Sie können das hier auch nicht so gut lesen. Das heißt, ich mache auch hier das Ganze auch wieder im Schwarz. Wie ich schon gesagt habe, morgen wird das auch wieder schwarz. Da diskutiere ich mit den Farben hier nicht. Ich denke, das ist besser zu sehen, wenn wir es in Schwarz machen. Und damit haben wir jetzt mal die Marken hier besser ersichtlich. Das heißt, wir haben jetzt hier dieses Level, wo wir quasi diesen Abwärtstrend, wir haben ja hier schön den Abwärtstrend gehabt, den zeichne ich Ihnen einfach einmal ein. Also das heißt hier, das war mal so dieser Verlauf der Korrektur, der Bewegung, die wir hier nach oben hatten. Das war der Trendverlauf nach unten und da konnten wir wirklich sehr, sehr, sehr schön sehen, dass der Markt hier nach unten reinläuft. Wir haben einen guten Morgengruß, Olaf, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ganz lieben Dank für die Grüße. So, jetzt sind wir fertig mit Trendzeichen hier auf der Absatzseite. Das heißt, das hier war mal dieser Abwärtstrend und Sie sehen, was passiert ist. Der Markt ist wirklich schön dynamisch hochgelaufen, hat diesen Abwärtstrend rausgenommen und hier diese Marke bei ungefähr 14,44346. Das war so der Bereich, wo wir oben drüber gelaufen ist, wo wir diesen Trend gebrochen haben. Das ist jetzt auch ein Support-Level, das wir im Markt sehen. Das heißt, hier an dieser Stelle kann durchaus passieren, dass wir nach dem starken Rutsch von gestern gleich direkt wieder hochlaufen. Das heißt, dass wir hier ein Szenario sehen, wo der Markt einfach hochgeht und dann wieder in Richtung der Vorbewegung läuft. Das heißt, dass wir hier eine grüne Bewegung sehen, einen Aufwärtsschub, den wir aus dem Markt heraussehen können, wenn wir hier nach oben laufen. Dann mit Blick auf diese Marke hier oben, das heißt hier die 15.067 als Anlaufpunkt. Und wenn der Markt es schafft, da ist einiges an Weg da, das macht es auch für kurzfristiges Trading interessant. Wenn der Markt es tatsächlich schafft, hier oben drüber zu laufen, über dieses nächste Hoch hier, dann haben wir kurzfristig auch Anlaufpunkte an den Tageshochs. Das habe ich für Sie mal markiert, um die Marken von 15.17527, 15.22505 und 15.32534. Das sind mal so die Marken der Tageshochs, auf die man da im kurzfristigen Bereich doch durchaus schauen kann, wenn der Markt dort oben drüber läuft. Sollte hier nach diesem starken Schub von gestern allerdings weitere Schwäche einsetzen, dann kommt es zur Unterstützung hier um die 14.44346. Hält die nicht, dann sind die Anlaufpunkte unten weiter zu suchen. Das heißt hier an den Tagestiefs der entsprechenden Kerzen. Ich gehe mal kurz ran. Also diese Kerze hat ihr Tagestief bei 14.2776 und dann hier das nächste Tagestief bei 14.20279. Hier mal das Ganze ausgemessen, tiefes Korrekturlevel ab 50% hätten wir dann ab der Marke, da waren wir auch heute schon dran, bei 14.52827. Das mal der Bereich hier, tiefe Korrekturen haben so angefangen. Und wenn wir mal in die Stunde reinschauen, dann sehen wir auch, wann das Ganze hier zu Ende gehen kann. Das heißt, wenn wir erste Indizien dafür bekommen, dass der Markt nach oben laufen sollte. Und Sie sehen es hier, dieser starke, extrem starke Schub nach unten, der lässt es jetzt sozusagen nicht zu, einfach zu sagen, okay, wir gehen jetzt mal heraus. Hier gab es eine kurze Durchschnaufpause sozusagen gestern Abend, dann ist der Markt wieder runtergelaufen. Heißt, wenn man sich das Ganze mal im kurzfristigen Bereich anschaut, wir haben jetzt hier eine kleine Aufwärtsbewegung gehabt, nochmal eine Korrektur, läuft der Markt hier oben drüber, wären erste Indizien da, dass der Markt nach oben schieben möchte. Wer sich das Ganze mal im Trendverlauf anschauen möchte, der geht in die kleineren Zeiteinheiten rein, beispielsweise in die Stunde, in die 15 Minuten und da sehen wir hier mal etwas Trendverlauf. Das heißt, wir sehen hier zumindest mal mehr wie im Stundentrend. Das heißt, wir haben jetzt hier Schubbewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, wir haben Bewegung, wir haben Korrektur, hier haben wir seitwärts, das Ganze ist seitwärts am tief gelaufen und dann gab es hier nochmal den Schub nach unten. Das heißt, dieses Level, was wir hier in diesem Bereich sehen, diese Marke hier, dieser Bereich um die, was haben wir da, die 14.59.020. Das ist die Marke. Wenn der Markt da drüber läuft, dann bildet sich hier, Sie sehen es selber, dann würde sich in den 5 Minuten, in den 15 Minuten ein Aufwärtstrend bilden, der dann ein erstes Indiz dafür geben könnte, dass dieser Markt hier US-Dollar ZAR weiter nach oben möchte. Sieht dann sozusagen aus, dass der Markt hier entsprechend hochläuft. Er muss auf alle Fälle über diese Marke drüber, damit wir hier wirklich die Tendenz sehen, dass der Markt nach oben will. Danach, das ist das, was wir jetzt sehen, so ein bisschen Korrektur. Und wenn der Markt nicht hier drunter läuft, sondern früher wieder rumdreht und dann oben drüber steigt, das wäre dann ein bildliches Szenario, dass wir hier tatsächlich auch nach oben können. Und dann wäre es gegeben, dass wir hier einen Aufwärtstrend haben, der mal auf alle Fälle das Zeug hat, sich zu entwickeln, die oberen Punkte hier auch anzulaufen. Das heißt, das, was wir hier sehen, hier oben drüber. Und dann haben wir die Chance, etwas weiter
weiter nach oben zu steigen. Das wäre dann ein erstes Indiz dafür, dass der Markt nach oben laufen könnte. Und wie schon gesagt, Anlaufpunkte für den kurzfristigen Bereich, die lassen sich im Trading auch finden. Das heißt, schauen wir mal, hier haben wir beispielsweise eine Marke liegen im 15-Minuten-Chart, das Hoch hier bei 14.7.1115. Das wäre mal ein Anlaufpunkt, den man hier kurzfristig auch ansteuern könnte, wenn der Markt wieder Dynamik bekommt. Wichtig ist wirklich, da muss Dynamik rein. Bleibt diese Dynamik aus, ist nämlich das Risiko sehr, sehr hoch, dass das so ein schleichendes Hochkriechen ist und der Markt dann einfach irgendwann wieder umfällt und in Richtung der Vortageskerze ausschlägt. Und das läuft dann natürlich gegen den Long Trade. Das heißt, da würden Sie dann eindeutig gegen diese Vortagesbewegung stehen. Und das wäre dann etwas, das wollen Sie nicht zwangsweise im Portfolio haben. Das heißt, hier immer ganz genau hinschauen, was der Markt an dieser Stelle entsprechend macht. So, jetzt räume ich den Chart mal noch kurz auf, dass wir den beim nächsten Betrachten wieder sauber haben und sage damit an dieser Stelle mit Blick in den Chat, wo ich keine weiteren Fragen finde, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die ein oder andere Idee war interessant und wünsche Ihnen einen guten Tag, gute Trades. Diejenigen, die den DAX auch anschauen, wir gehen noch mal kurz in den DAX hinein, schauen wir mal, was der gerade macht. Die US-Indizes haben ja gestern, wie soll ich sagen, die waren nicht unbedingt fröhlich, dass man gesagt hat, wir haben jetzt hier wieder deutliche Kaufstärke. Also ich vermute mal, da wird es wieder ein bisschen noch die Entscheidung ausstehen, wo es jetzt tatsächlich hingeht. Gestern war es auf alle Fälle so ein Tag, wo es nicht deutlich eine Entscheidung gab, dass es wieder hochläuft. Was sehen wir hier heute? Der DAX, naja, er ist etwas müde, er tingelt so ein bisschen hin und her. Sind wir mal gespannt, was hier passiert. An dieser Stelle nochmals ganz lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis morgen, ich freue mich auf Sie, wenn Sie mögen, Sie wieder hier zu begrüßen. Alles Gute, bis dann, Ihr Mike Seidel.